Herr Wessels, ein ganz besonderes Semester, das erste digitale Semester in der Geschichte der WWU neigt sich dem Ende zu. Wie fällt heute Ihre Bilanz aus? Was war positiv, was war negativ? Ja, zunächst mal besonders ist vielleicht das Stichwort daran. Es ist ganz anders gelaufen, als es ursprünglich mal geplant war. Alle Lehrenden, alle Studierenden haben sich darauf einstellen müssen, digital zu arbeiten. Und auch wenn es anfänglich hier und da wirklich geruckelt hat, die erste Woche haben die LAN-Server nicht so richtig funktioniert, die Zugriffszahlen waren so enorm, hat sich das alles sehr schnell eingespielt und ist geprägt gewesen von wahnsinnig viel Einsatz seitens der Lehrenden und unglaublich viel Geduld und auch Enthusiasmus seitens der Studierenden. Und ich glaube, am Ende des Tages können wir eins jetzt schon sicher sagen, das war kein verlorenes Semester. Wenn Sie so euphorisch, so begeistert davon sind, könnte es sein, dass das Rektorat das jetzt zum Anlass nimmt zu sagen, dann können wir uns ja auch von der Präsenzuniversität so langfristig verabschieden. Das hat doch wunderbar funktioniert. Ganz sicher nicht. Also wir haben vor allen Dingen auch gelernt, wovon Universität lebt, nämlich von Interaktion. Und die hat an ganz vielen Stellen gefehlt, beziehungsweise konnte nicht so gelebt werden, wie wir sie gerne leben möchten, nämlich in der direkten Interaktion, wo eben auch das Nonverbale seinen Raum hat, wo die flüchtige Begegnung, das zustimmende Nicken und all diese Dinge eine ganz wesentliche Rolle spielen, insbesondere wenn Gruppen interagieren. Das Sommersemester geht jetzt bald zu Ende, es sind nur noch wenige Wochen. Stehen innerhalb dieser wenigen Wochen bis zum Ende des Sommersemesters noch Änderungen an oder bleibt jetzt alles so, wie es ist? Tatsächlich werden sich noch einige Sachen ändern. Sie haben ja auch alle mitbekommen, dass sich jetzt im öffentlichen Bereich sehr viel tut. Auch wir versuchen genau da mitzuhalten, wohl wissend, dass wir eine Schwierigkeit darin haben, dass wir eben mit 45.000 Studierenden ein Siebtel der Stadtbevölkerung stellen und nicht einfach aufmachen können, weil wir die Leute nicht nachverfolgen können, wie das beispielsweise Schulen können. Was wir vorhaben jetzt noch bis Ende des Semesters, wir wollen Ende Juni tatsächlich die Arbeitsplätze in der Universitätsbibliothek aufmachen, die dezentralen Bibliotheken versuchen, alles möglich zu machen, um auch dort Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Da haben wir noch keine detaillierte Planung. Und wir können die Formate, die wir jetzt schon in Präsenz durchführen, also zum Beispiel Laborpraktika oder so, da können wir jetzt von Verordnungswegen auch mehr Personen, also nicht mehr nur 20, sondern auch 50 Personen, gleichzeitig zulassen. Das ist die Öffnung, die wir vorhaben. Aber grundsätzlich bleibt es bis zum Ende des Semesters beim Digitalsemester. Das ist die Grundlinie. Das Digitalsemester haben wir ganz am Anfang versprochen. Wir haben es versprochen, nicht weil wir es uns gewünscht haben, sondern wegen der Planbarkeit, sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrenden. Und deshalb fühlen wir uns wirklich verpflichtet, all denen, die da viel Arbeit reingesteckt haben, dieses auch so zu Ende zu bringen. Und wir wissen von der ersten Umfrage, dass etwa ein Drittel unserer Studierenden, die im Moment aktiv an diesen Veranstaltungen teilnehmen, nicht in Münster sind. Also für die ist das auch wäre das mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, hierher zu kommen. Die dann nächste Phase wäre die der sogenannten vorlesungsfreien Zeit, die am 18. Juli beginnt. Wird es da gravierende und auch spürbare Neuerungen geben? Das wird es definitiv. Also alles, was jetzt so unter den Nägeln brennt und typischerweise auch in der vorlesungsfreien Zeit stattfindet, Exkursionen, größere Konferenzen, Workshops, Konzerte, Aufführungen und sowas, werden wieder möglich sein. Wir werden unsere Gebäude weitgehend wieder öffnen. Und ich hatte das Problem der Nachverfolgbarkeit von so vielen Menschen schon angesprochen. Dadurch, dass dann nicht ganz so viele Leute in regelhafte Veranstaltungen drängen werden, glauben wir, dass das eine schrittweise Öffnung möglich macht. Wir werden die Nachverfolgung stemmen müssen. Das wird nicht trivial werden. Und wir halten es für angesagt, aus dem Fall auch die Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend zu machen in den Gebäuden. Und dann ist die sicherlich spannende Frage, auf die auch schon heute viele Studierende und Lehrende blicken. Das Wintersemester 2021, wird das wieder ein normales Semester werden? Kann man das schon absehen? Ich hätte jetzt gern die Glaskugel, mal wieder. Man kann das nicht absehen, aber man kann planen. So wie es sich jetzt im öffentlichen Raum verhält, können wir davon ausgehen, dass sehr viel mehr in Präsenz möglich sein wird. Und alles, was in Präsenz wirklich möglich ist, wollen wir auch möglich machen. Ob es möglich sein wird und auch sinnvoll ist, tatsächlich 1.000 Studierende in einen Hörsaal zu tun und dann so Hotspots
künstlich zu generieren bei genau der Frage, wie verfolge ich denn eigentlich, wer wann in welchem Raum wie lange war. Ob es möglich sein wird, mittags 15.000 Leute in der Mensa zu versorgen, ob das sinnvoll ist, das zu tun. Das sind Fragen, die wir jetzt über den Sommer beantworten müssen. Und wir haben im Moment drei Szenarien. Eins, was davon ausgeht, dass wir im Wesentlichen öffnen können, gegebenenfalls noch bestimmte Abstandsregeln einzuhalten haben, also weitestgehend ein Normalsemester haben. Das zweite, dass wir ähnlich wie in diesem Semester weiterverfahren. Und was wir uns alle nicht wünschen, ist, dass es noch mal schlimmer kommt und wir quasi noch mal Lockdown-Zustände sicherstellen müssen. Wenn das der Fall sein sollte, sind wir mindestens gut darauf vorbereitet. Genau, das kann keiner ausschließen. Keiner weiß, wie sich die Infektionszahlen über den Herbst und Winter entwickeln. Auch darauf bereitet sich die Universität vor. Für den Fall der Fälle könnte es durchaus noch mal so kommen und ein solches Szenario tatsächlich dann Realität werden. Genau, deshalb haben wir sozusagen diese unterschiedlichen drei Szenarien skizziert. Und jetzt ist es tatsächlich keine erstrebenswerte, aber notwendige Aufgabe der Fachbereiche, sich mit diesen drei Szenarien auseinanderzusetzen, um hoffentlich ein weitgehend normales Semester wieder möglich zu machen, aber insbesondere auch darauf reagieren zu können, falls das zukünftigen Einschränkungen unterliegen würde. Ich danke Ihnen. Gerne.